heute Mittag gegen 13.19 Uhr ungefähr, zu diesem Zeitpunkt war die Alarmierung für die Feuerwehren und den Rettungsdienst, hat sich hier auf der B62 kurz in der Friedewald Richtung Philippsthal ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw geriet in die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem kleinen Lkw zusammen. Der Fahrer des kleinen Lkws ist leicht verletzt, mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert worden. Der Fahrer des Pkw, ein junger Mann aus einer Gemeinde des Landkreises, ist leider an den Folgen des Unfalls noch an der Einsatzstelle verstorben. Ja, die Feuerwehr hatte hier nur die traurige Aufgabe, den Leichnam aus dem Fahrzeug heraus zu befreien. Er war eingeklemmt und dann die Einsatzstelle vorerst abzusichern, bis ein Gutachter der Polizei kommt und die Unfallursache versucht genau zu ermitteln. Am heutigen Mittag gegen 13.20 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 62 zwischen Friedewald und Philippsthal ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Hersfeld-Rodenburg kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Mittellinie und prallte dort mit dem entgegenkommenden Verkehr einem Lkw aus dem Schwalm-Eder-Kreis zusammen. Dabei wurde der 21-Jährige tödlich verletzt. Der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein osthessisches Klinikum gebracht. Zum Sachschadenshöhe kann ich noch nichts sagen. Wir haben bezüglich der Unfallursache einen Verkehrsgutachter beauftragt. Aus diesen Gründen ist die Bundesstraße 62 bei Friedewald in beide Fahrtrichtungen voll für den Verkehr gesperrt.